Ja, liebe Freunde, wir haben Brasilien schon verlassen, aber wir haben noch was mitgenommen aus Brasilien. Kokosnüsse. Heute gibt es Kokosnüsse auf dem Pooldeck. Wir haben reichlich dabei. Lecker, aber machen doch auch ein bisschen Sauerei. Ey, Johnny Beach, dieser Typ hier macht das größte Elektronikfestival hier in Uruguay. In Uruguay, den wollen wir portar a Uruguay. Ich habe jetzt mit ihm vereinbart, also wir machen die ganze Zeit hier mit Google Translator, wir haben vereinbart, dass du auflegen darfst. Also, zum... Ich will Mathe, qua! Freunde, herzlich willkommen in Uruguay. Wir sind in Montevideo. Heute habe ich quasi einen Sicherheitsauftrag an Bord. Das heißt, immer ein Teil der Besatzung muss immer an Bord bleiben, damit auch im Hafen die Sicherheit gewährleistet ist. Das sind internationale Vorschriften und das macht ja auch durchaus Sinn. Und deswegen bin ich heute quasi auf dem Schiff. Kurzer Ausblick, allerdings hinter mir voll das riesen Containerschiff. So dicht auf dieser Höhe war ich da, glaube ich, auch noch nicht dran. Also es ist schon beeindruckende Maße, die das ist. Montevideo in Uruguay ist wohl mit Abstand die wohlhabendste Stadt in Südamerika, also vom Lebensstandard her. Darüber hinaus ein ganz großer Friedhof für Schiffe, wie man hier im Hintergrund sieht. Auch das Schwesterschiff der Bismarck ist hier quasi versenkt worden. Damals im Zweiten Weltkrieg, als klar war, dass der Krieg verloren ist, sind dann entsprechend die Seeleute hier hingekommen, haben dann einen Deal ausgehandelt mit der Regierung, das Schiff versenkt. Und sind dann hier emigriert, wenn man so möchte. Für all die Fußballfans unter euch, witziger Funfact: Uruguay war der allererste Weltmeister im eigenen Land, 1930 Weltmeister geworden. Dafür nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch. Im Moment kämpfen sie nicht ganz so weit vorne mit. Allerdings muss man noch sagen, ganz Uruguay hat nicht mehr Einwohner als Berlin. Nämlich 3,5 Millionen circa. Zum Ende von Vlog 8. Danke, dass du dabei warst. Mein Highlight war auf jeden Fall die Kokosnuss-Action. Hat man, glaube ich, auch gemerkt im Schnitt. Als nächstes bearbeite ich schon die Bilder und Videos von Buenos Aires. Das wird sicherlich auch noch ein Riesen-Highlight. Wenn ihr dabei sein wollt, einfach abonnieren. Vielleicht auch diese komische Glocke da drücken. Das kennt ihr besser als ich, damit ihr eine Nachricht kriegt, wenn das Video hochgeht. Ich sage Peace out. Danke, euer Johnny.